Hallo und herzlich willkommen zurück zu Octopath Traveler oder Octopath Gemüse Traveler. Wir haben uns auch schon mehr oder weniger hier legitim hört. Wir haben in der letzten Runde haben wir Cyrus Soil zu Ende gemacht und naja. Here it is. Was sehe ich denn? Wir haben ein paar, zwei Nebenquests haben wir bisher gemacht. Kochen und halt Geldverleih auf die Nase gegeben. Du hast so ein kleines Heim für eine Person erscheint. Oh, Aufzeichnung Haus Lander. Enthüllt Notiz über das versteckte geheime Schatztruhe der Adelsfamilie. Hallo. Können wir dich führen? Was hast du denn? Du hast eine Pflaume. 80%. 52. Mein Meister war so großzügig, mir ein unschätzbar wertvolles Erbe zu hinterlassen. Erinnerung an eine liebevolle Familie, ein Platz in seinem Vermächtnis und ein Symbol meiner Dienste. Ich habe es an einem sicheren Ort verwahrt und diesen Ort in meinem Tagebuch vermerkt. Und das klauen wir dem. Also auch ein bisschen assi. Good day to you. Dieser alte Kerl dort stand einst in Dienst einer Adelsfamilie. Er besitzt einen Notizbus aus dem Haus, das er als seinen wertvollsten Habe bezeichnet. Ja, das haben wir dem Graf erstmal hart abgezockt. Besitz von ruhiger Frau, dankeschön. Gestöber, 2 Stärke. 80%. Eine sanfte Frau, die jeden mit so großer Freundlichkeit behandelt, dass einige Männer sich in sie verliebt haben. Ihr ist nicht bewusst, dass diese Verehrer ihr Verhalten völlig falsch interpretieren und es sogar zu Streitigkeiten im Kampf um ihre Zuneigung kam. Die anderen Frauen bedauern sie größtenteils und halten die Männer für komplette Idioten. Sehr interessant, ja. Okay, ist keiner drin. Aber nachdem man hier schon hier die ganze Story gemacht hat, erscheinen ja manche Sachen neu. Wollen wir mal sehen. Ein fürsorglicher Farmer, der seinen Eltern jeden Morgen die frische Milch seiner Kühe bringt. Seine Eltern machen sich jedoch Sorgen um seine Zukunft, da er sein gesamtes Leben allein der Arbeit widmet. Informationen erhalten? Preisnachlass im Gasthaus? Die Beherbergen in der Stadt sind nun günstiger? Das ist ja mal cool. Hey, ich kenne einen, der kennt einen, der wusste, wie das funktionierte. Jetzt dürfen wir hier umsonst fast pennen. Du hast auch Stufe 4, nicht wahr? Yep. Und wir stehen jetzt mit Studieren. Dieser ehemalige Söldner ist nun als Wachmann mit der Aufgabe betraut, die Verteidigung der Schlossstadt zu sichern. Er behält das Kommen und Gehen bei den Toren strengen Augen und sobald er jemanden Verdächtigen entdeckt, hält er ihn fest. Koste es, was es wolle. Neue Waffen zu verkaufen? Mann, das ist ja cool. Schmied und Platten an der Stadt haben neue Waren. Du siehst neu aus. Mutter des Jugendlichen. Seit ein kleiner Knirps war, träumt mein Sohn davon, im Dienst eines Ritters die Welt zu bereisen. Er selbst sollte kein Ritter sein, nur der Knappe. Hä? Eine Schnapsidee für einen jungen Burschen, denn er könnte in der Tat auch alles andere machen. Ja, könnte. Aber wenn das ein Traum ist, dann ist das ein Traum. So 15% ist mir doch ein bisschen zu krass. Führen. Voller Schwung. Ach, die haut doch mal richtig drauf. 90%. Vielleicht die temperamentvollste Frau der Stadt. Gesellig und durchsetzungsfähig wird sie von den Stadtbewohnern als Anführerin akzeptiert. Ihr sehr viel ruhigerer Sohn neigt dahingegen dazu, in allen der Menge zu folgen. Sehr zum Verdruss seiner Mutter. Sehr interessant. Hat das neues Zeug? Nee, nicht der Händler per se, sondern hier die Typen. Nein, das Gasthaus. Jeder Typ. Der Plattner. Aufs Kugleve. Quarzrute. Eichenstab. Zauberstab. Boah, das kostet so viel. Ich habe so kaum Geld, habe ich das Gefühl. Den holen wir uns aber. Man kann zumindest Cyrus mal ein bisschen was Schaden machen. Und das Schild. Ein für Cyrus. Kostet ja nur 600. Spitzer Hut. Diadem. Tausend. Ja, gut. Cyrus ist mit 1000 wert. Unter anderem. Seine Rüstung... Boah. Der hat's in sich. Aber, naja.
ist dementsprechend auch ziemlich happig. Leerer Münzbeutel gibt 15. Großer Feder. Kleine Tasse. Münzbeutel. Krimskrams. Alte Münze. Für eine Münze 1500. Yam, yam. So, das ist ein billiger Speer. Das ist eine billige Axt. Ganz billige Stäbchen. Faustschild kann auch weg. Gewöhnlicher Hut. Flughelm? Wo hab ich denn den her? Oh, okay. Gewand kann weg. Traditionelles Tänzergewand weg. Bronzeweste weg. Eisenrüstung. Na, der Rest kann ja eigentlich bleiben. Wann habe ich denn dich gehabt? Flughelm. Therion konnte echt gut mit Magie getroffen werden, deshalb kriegt er den. Wer bist du? Dan! Hallo Dan. Ich habe eine neue Form der Windmühle erfunden. Oh, hoppla. Hallo. Ich glaube, sie ist viel effektiver als die Mühle, die wir bereits haben. Aber bislang wollte sie noch niemand ausprobieren. Trotz kleinster Preise finde ich keinen Weg, um Kunden herbeizulocken. Ich will keinen Ärger. Schreit mich so an, während ich den beklaue. Studieren. Ein Mann, der eine neue Art Windmühle bauen möchte, ursprünglich aus dem Frostland stammend, assistierte er während seines Studiums einen Erfinder. Er hat sich auf die Modifizierung von Dingen spezialisiert, um sie billiger, produktiver oder effizienter zu machen. Aha. Dolchsturm. Kann ich dich führen? Ich grüße euch, Schwester. Seid ihr wegen dem Mittel hier oder vielleicht wegen etwas anderem? Das ist ein cooler Dolchsturm. Jetzt kann ich mal die Kinder mal studieren. Die Jugendfreundin... Oh, ein verborgenes Objekt. Sehe ich gerade. Die Jugendfreundin eines waghalsigen Jungen. Da sie 2 Jahre älter ist als er, war es von jeher ihre Aufgabe, auf ihn aufzupassen. Trotz seiner beständigen Neugier, die sie beide häufig in Schwierigkeiten bringt, nimmt sie ihre Rolle sehr ernst und ist bereit, es mit allen Herausforderungen aufzunehmen. Wo haben wir denn das verborgene Objekt dann gefunden? Irgendwo ist ein neues... Oh, super. Irgendwo ist ein neuer Schatz verfügbar. Cool. Dann... Schlauer Feilsch. Dieser Junge tut alles, um seine Neugier zu befriedigen, selbst wenn es ihn in Gefahr bringt. Auch wenn seine waghalsige Unternehmen bei den anderen oft Kopfschütteln auslöst, bringt er doch auch seltene und wertvolle Objekte von seinen Abenteuern mit, was ihm die Anerkennung seiner Freunde eingebracht hat. Schlau falsch, ihr habt eine bessere Chance, einen Nachlass zu erhalten, wenn ihr Objekte kauft. Ah, hier ist das. Lichtseen Edelstein M. Nett. Lichtseen Edelstein M? Das ist wohl die krassere Variante davon. Hier drunter? Lichtsinnchen M, ja? Fügt angriffsschnell großen Lichtschaden zu. Aber lebende Nuss erhöht maximal FP. Magier? Weil Therion braucht das wirklich nicht. Ey, du hast einen coolen Hut. Eigensinniger Händler. Milos Ratschläge sind immer richtig. Daran gibt es nichts zu rütteln. Die letzte Warenladung, die er mir erfunden hatte, habe ich dann an einem einzigen Morgen verkauft. Wenn Milo ein gutes Geschäft empfiehlt, dann höre ich auf ihn. Oh, okay, das ist billig Zeug, aber hey. Geld ist Geld. Und an Geld gibt es hier echt wenig. Bisher. Ein Händler, der unangemessen viel Zeit in der Nähe von Milo verbringt, in der Hoffnung, so wertvolle Informationen zu ergattern. Er arrangiert zufällige Begegnungen und verwickelt ihn in Gespräche über Belanglosigkeiten. Sehr interessant. Bist du Milo? Erstmal mal klauen. Donnersehnstein. Kritische Ohrring? Ah. Nein, wappentragender Betrunkener. Blödes Glitzerding. Für dieses Abzeichen bekommen wir nicht immer was zu trinken. Was? Ihr meint, dieses nutzlose Etwas hat eine Bedeutung? Klar, es zeigt, dass ich mal irgendwo dazugehört. Und das heißt nichts. Kameradschaft füllt keine Mägen. Naja, er hat halt nicht Unrecht. Keine verdammte Spaß und kommt davon. Verzeihung, ich wollte euch nicht unterbrechen.
Naja. Die studieren ist aber eigentlich ganz cool. Ein schrecklicher Trunkenbold, der unter Alkoholeinfluss sehr gewalttätig wird. Als ehemaliger Söldner kann er sich im Kampf behaupten, was dazu geführt hat, dass er bereits aus vielen Wirtshäusern geworfen wurde. Er trägt immer eine glänzende Goldmedaille. Die konnte ich dir aber nicht klauen. Du warst vorher schon da. Du warst der Apotheker. Nachdem die große Pest im Flussland gefüttert hatte, widmete sich dieser Apotheker der Krankheitsvorbeugung und schnellen Behandlung. Mittlerweile arbeitet er mit der Königlichen Akademie im Atlasdamm zusammen, um sowohl neue Arten der Medizin als auch der Behandlung zu entwickeln. Mühelos führen? Was ist das denn? Die Einwohner dieser Stadt gehen eher auf eure Führenangebote ein. Ah, cool. Das ist nicht schlecht. Das ist alles so ganz nette kleine Neuheiten. Wollen wir mal sehen. Dieser Woche war einst für den Schutz des Königs verantwortlich, wurde nach einer Beinverletzung jedoch auf einen ruhigeren Posten innerhalb der Palastmauern versetzt. Die Verletzung ist mittlerweile verheilt, doch hat er dies für sich behalten und genießt die Ruhe und den Frieden seines neuen Postes. Ha, ein verborgenes Objekt. Da. Lichtseelen-Edelstein. Du bist neu, du warst vorher nicht. Greetings. Das war laut. Enthusiastischer Jugendlicher. Seit ich ein Buch über Ritter gelesen habe, träume ich davon, ein Knappe eines solch edlen Recken zu werden. Moment, bist du der Sohn von der einen Troller? Denn ich liebe Ritter. Und ihr? Schicken Rüstung und der kecke Federbusch an ihren Helm. Der kecke Federbusch. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der einen Knappen braucht. Was haben wir hier? Geheimnisvolle Blüte. 8%. Nein. 90%? Das könnt ihr nicht tun. 90%! Verzeiht, ich wollte nicht unterbrechen. Na, ruf und Atlas damit gerade. Da könnte ich halt nicht mehr. Naja. Y-Sachen machen. In diesem Buch mit dem Titel Die alten Hauptstädte steht etwas über die uralte Stadt aus Gold. Da, seht ihr? Eine ganze Stadt, die komplett aus Gold besteht. Ich würde gerne Näheres darüber erfahren, aber leider wird sie nur kurz erwähnt. Boah, ja. Da kann ich jetzt nicht viel dran machen. 90%, ey. Irgendwann muss es ja natürlich richtig hart. Naja, schief gehen. Wie teuer war das nochmal? 1500. Naja, gut, wir kriegen auch gar nicht so schlechte Sachen, ne? Wenn wir so Geschichten wieder bekommen. Ruf hat sich gebessert. Ich wollte doch nur euch angucken, so. Ein verborgenes Objekt. Jeden Morgen bringt dieser Fischer seinen Fang in den Stadt Atlasdamm. Mit den Resten begibt er sich dann zum Wirtshaus, damit sie dort gekocht werden und genießt die Früchte seiner Arbeit zusammen mit etwas Hochprozentigem. Ein verborgenes Objekt. Nur ist das nicht gerade hier. Oder so? Ein alter Söldner, der den Großteil des Tages im Wirtshaus zubringt. Er behauptet, Hochprozentiges würde seine Nerven beruhigen. Wenn er denn dann von seiner Dienstherrin gerufen wird, macht er sich schwanken an die Arbeit. Ein verborgenes Objekt. Noch eins. Wo sind die? Das eins. Leerer Münzbeutel. Ja, wow. Das kriege ich 15 von. Wo ist denn das andere? Da müsste ja irgendwo leuchtend dann zumindest in der Gegend sein. Da ist es. Na, oh. Moment, so Nüsse, das sind doch, ne? Das sind so dauerhaft Verbesserungen. Erhöht Max GP. Oh, ja. Panit? Naja, weil Therion hat mehr HP als sie, obwohl sie auf dem gleichen Level sind. Aber er ist Dieb und sie ist halt Jägerin. Sollte die nicht mehr haben? Oder weißt du was? Wir behalten jetzt erstmal so dauerhafte Statusboni, bis wir vielleicht mal gebrauchen könnten, müssten. Weil die sind dann doch ein bisschen sehr wertvoll. Vielleicht, keine Ahnung, möchte ich nachher, dass es unser Magen HP hat oder so? So, 90%, Freund. Runde 2.
Ein junger Mann, der nichts lieber möchte, als anderen zu helfen. Er ist stolz darauf, wie sein Vater auf diskrete Art Personen des öffentlichen Lebens zu unterstützen und bemüht sich, diesem Beispiel zu folgen. Sollte er in seine Fußstapfen treten, wird nie jemand erfahren, wie wichtig er für den Erfolg anderer ist. Okay. Was haben wir denn hier? Oh, Silbertoupet. Silbertoupet? Federhut und Leinengewand. Was haben wir denn beim Studieren? Ein bescheidener Mann und Lieferant für die königliche Familie, der stolz auf seine Waren ist. Ob sein Kunde nun Bürger oder König ist, er verkauft nur an jene, die er seiner Waren für würdig erachtet. Ein verborgenes Objekt? Hm. Auch schon, wie er die anguckt und weiß, jetzt wissen wir, wo ein Schatz ist. Man sagt, Russell habe sich in Wacht gestellt und zum Verbrechen gestanden. Okay, wo ist es? Wo ist das? Ist es hier? Nein. Kannst du mir doch nicht antun. Du musst mir doch sagen, wo das ist. Listen. Nee, dich habe ich schon studiert. Was ist mit dir? Stehlen? Danke. Diese ganzen Edelsteine sind nicht schlecht. 90%. Eine passionierte Leserin, die den Groß der ihrer Zeit in der königlichen Bibliothek verbringt. Sie würde lieber lesen als essen und hat schon einmal über einen guten Buch 3 Tage lang das Schlafen vergessen. Sie behauptet, ihre Liebe zur Literatur von ihrer verstorbenen Mutter geerbt zu haben. Ich dachte, jetzt kriege ich irgendwie, naja, Neuigkeiten darüber, über dieses, dieses Buch aus Gold, diese Stadt aus Gold, aus dem Buch. Dies ist die königliche Bibliothek, hier findet sie, es ist ein bestimmtes Buch, nach dem wir suchen. Nein, wir wollen Informationen. Danke dafür. Haben wir das schon? Das. Das. Ach, das ist der zwielichtige Typi. Wann sind die jetzt? Dich haben wir noch nicht studiert. Oma. Diese alte Witwe ist im Atlasdamm geboren und aufgewachsen. Jetzt sucht sie sie in Gedenken in ihrem verstorbenen Mann jeden Tag diesen Ort auf. Sie wünscht sich, auch nach ihrem Tod an der Seite ihres Mannes zu verbleiben, wie auf dem Relief von König und Königin in der Bibliothek von... in der Bibliothek der Akademie. Ein verborgenes Objekt, hä? Ah! Große Feder. Okay. Hello. Ach, das ist er doch. Das ist dieser Milo. Rechthaber Milo. Hä? Ihr möchtet gerne handeln? Ich hätte vielleicht so eine Gelegenheit, die ihr einmalig nennt. Möchtet ihr davon hören? Natürlich wollt ihr das. Natürlich. Hello? Ja, warum redest du da nicht weiter? Was soll dieses Getiese? Was soll... Willst du davon hören, ne? Willst du hören, ne? Ja, cool. Möchtest du studieren? 90%. Ein gut informierter Mann mit einem geradezu unheimlichen Talent, ihr die Zukunft zu sehen. Dank seines reichen Wissensschatzes konnte er immer wieder wirtschaftliche Entwicklungen vorhersagen. Die Kunde von seinen Talenten drang bis zur Familie Colzione an? Colzion? Meine Güte, ich habe keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Colzione vor, die sich für ihn zu interessieren begann. Der, was? Der Gilenpeno? Das klingt versaut. Ist das... Ist das jetzt in meinem neuen Journal? Ach ne, das sind unsere Typis. Was ist denn der Gilenpino? Naja. Er wird Elementare, regelt einen großen Teil. Magie zu reflektieren ist vielleicht auch nicht schlecht. Innere Stärke hat sie jetzt, also. Und die Max-FP des ausgerüsteten Charakters um 50. Oh. Ja, dann. Können wir mehr zaubern. Mehr zaubern heißt mehr zaubern. Heißt mehr zaubern. Ich habe immer noch keine Ahnung, was Digilipino sein soll. Ein hübscher Minnesänger. Ich habe eine weitere antike Ode entdeckt, die von den Taten eines unbeugsamen Ritters erzählt. Ich arbeite noch daran, aber möchtet ihr vielleicht schon etwas davon hören? Ich warte. Oh, Lichtedelstein. Dankeschön. Wetter versucht das zu... Oh, 60% nur. Oh, Druck geschafft. Ein junger Troubadour, der erst vor kurzem zu einer Reise aufgebrochen ist und hofft, berühmt zu werden. Da seine Fähigkeit als Poet noch zu wünschen übrig lässt, studiert er die Werke der Meister.
Aber selbst wenn er nur die Werke anderer vorträgt, zieht er viele Zuhörer an, denn seine Stimme ist unvergleichlich schön. Deswegen zählt er auch als hübsch. Naja. Information erhalten, das Lied des Sokra. Das sind auch Informationen. Vielleicht ist das so Nebenquest-mäßig. Oh, hier. Yeah. Anregende Pflaume. Das Lied des Sokra. Braucht ich das in dieser einen Stadt? Hallo. Hallo. Dem Blick dieses Wachposten entgeht nichts und niemand. Gerüchten zufolge fußt sein Einsatz allerdings nicht auf Loyalität, sondern dem Wunsch, seine eigenen Geschäfte zu schützen und voranzutreiben, da er mit dem Verkauf von Tant an Sammler königlichen Andenken macht. Ein verborgenes Objekt. Da oben. Ich sehe es. Beim hübschen Minnesänger. Krimskrams. Oh, Krimskrams gibt 700. Das hat sich dann damit schon fast gelohnt. Fast. 1500 bis 700 ist schon ein bisschen noch ein Sprung, ne? Naja. Sie gab Informationen sind lustig. Studieren. Aber auch immer sehen. Der älteste Sohn einer Familie, die bereits seit Generationen dem König dient. Er ist stolz auf seine Arbeit als Wachmann und würde sein Leben für seinen König und den Palast geben. Diese Treue hat ihm das vollste Vertrauen des Königs eingebracht. Ein verborgenes Objekt. Irgendwo hier. Das. Eine Heiltraube. Okay. Wer bist du denn? Kunstliebhaber. Ich bin ein Sammler großartiger Kunstwerke. Und dieser Künstler ist gerade mein Liebling. Wer ist dieser Künstler? Leider ist er ein rechter Sonderling und weigert sich etwas anderes als Landschaften zu malen. Trotzdem würde ich gerne noch weitere Arbeiten von ihm sehen. Wenn ich doch nur weitere Werke aufspüren könnte. Das gewaltige Gemälde? Na, 15% ist mir dann noch ein bisschen wenig. 90% sollen wohl klappen. Dieser Adlige begeistert sich für Gemälde und verwendet viel Zeit und Geld darauf, Kunstwerke von Malern jeder Region zu sammeln. Er plant irgendwann ein Museum zu öffnen, um der Welt die Pracht seiner gesammelten Werke zu präsentieren. Ich dachte, er wollte, dass der Maler ihm jetzt, keine Ahnung, ein Porträt macht. Oh Mann, ey, warum so Mini-Prozente? Studieren wir dich mal. Ein Junge, der sich in den Palast schleicht, um Wertvolles zu stehlen. Oh ja. Er verkauft die so ergatterte Beute, um sich seinen Lebensunterhalt zu sichern und wurde bisher noch nicht erwischt. Tatsächlich weiß die Königin Bescheid, hat aber beschlossen, sich unwissend zu stellen. Oh, ist auch nett. Aber dann könnt ihr doch einfach unter die Fittiche nehmen, oder? Oh, Faustschild? Moment, Faustschild war doch irgendwie so das billige Schild von... Ja. Wow. Da haben wir wirklich echt... Wie heißt nochmal? Den Zonk erwischt. Falls das noch einer kennt. Der Sohn einer bekannten Familie in Atlasdam und einer der Wachposten, die den Thronsaal bewachen. Allerdings musste sich diesen Posten nicht verdienen. Es wurde ihm ausschließlich aufgrund seiner Herkunft zugewiesen. Nett. Ein verborgenes Objekt. Was mit dir? Hast du auch ein verborgenes Objekt für uns? Dieser Wachmann wurde in den edlen Vierteln des Küstenlands geboren. Doch sein Talent blieb nicht unentdeckt und heute bewacht er den Thronsaal. Obwohl sein Wachkollege die gleiche Position innehat, wird er von diesem allein aufgrund seiner Herkunft belächelt, was zu Spannungen zwischen den beiden führt. Noch ein verborgenes Objekt. Bei dem König. Nein. Irgendwo hier wahrscheinlich dann. Ja, hier haben wir Nummer 1. Olive des Lebens. Waren die nicht irgendwie 250 oder so mindestens wert? Die Wiederbelebungssachen. Ja, und hier haben wir Nummer 2. Kleine Tasse. Ich glaube, das ist auch so ein Krimskrams, das man verkaufen kann für gut Knete. Aber schön, wie wir danach nicht mehr erwischt worden sind. Dass sich das wirklich gelohnt hat. So ein Blödsinn. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir noch irgendwo ein verborgenes Objekt hatten. Zum Anschauen. Zum Mitnehmen. Zum Vertitschen, was weiß ich. Das sah so aus, als würde da was gerade draus glitzern. So, dann verkaufen wir mal wieder was. Ja, 15 für den leeren Münzbeutel. Große Feder 200. Kleine Tasse 200. Krimskram 700. Komme ich trotzdem nicht unbedingt auf, naja, das, was ich vorher hatte. Spitzer Hut weg. Federhut weg.
Silbertoupet weg, Eisenhelm weg, Leingewand. Ja. Und eine Bronzeweste hat irgendwie jeder. Oder zumindest bessere Variante. Wow, wirklich fast die ganze Folge durch so am Studieren. Wir konnten uns doch teleportieren. Wo ist denn die nächste, das nächste von unserem Cyrus? Ach, hier. Das ist Kammbruch. Schauen wir uns doch, oh Gott. Level 14? Ach, bevor wir jede Stadt wirklich nochmal aufsuchen und da sich alles durchzustudieren, sage ich, gehen wir schon mal zur nächsten Stadt. Schauen wir, dass wir da nochmal ein bisschen, naja, einen neuen Zugang bekommen und ein bisschen leveln. This is the beginning of your end. 5? Okay, die haben alle Eisschwäche. Ganze 5. Oh, das hat wehgetan. Naja, zumindest sieht es aus. Stehen? Wie wär's mit ja? Heiltraube? Okay, hat sich nicht unbedingt gelohnt. Das ist Zufallsangriff. Jägerfähigkeit mit der Pfeilhagel. Ah, das ist super, ist das. So, jetzt hast du noch einer erbrüscht. I'll do my best. Flachfrogen. Und zwar kann er nichts machen. Und wir haben unseren Zug, um. Naja, drauf zu hauen. Out of my way. Ja, du hast. Mega Boost. Okay, das war nicht so viel Mega Boost, wie ich mir gedacht habe. So, Honey, du machst das jetzt, oder? Nein! Au, das hat wehgetan. Warum ausgerechnet mein schwächstes Mitglied? Der Saftsack. Okay, jetzt hat er Level Up. Heiltraube. Und ist damit geheilt, also ist das egal. Aber speichern. Was eine Folge, oder? Müssen wir ja dann theoretisch hier lang, um zum nächsten Gebiet zu kommen. Ach, diese komischen Drillschweine wieder. Wir haben es überrascht. Nett das. Lanze. Für die Ameisen. Okay. Wie wär's denn mit. Gar nichts. Und einfach draufhauen. Zotteliges Miep. Dunkelheit. Wie wär's mit. Blitz? Ah, Blitz war auf jeden Fall die richtige Antwort gegen die Ameisen zumindest. Wie wär's mit. Na, nochmal das mache ich vielleicht lieber nicht. Bestien rufen. Ne, Linde wird wahrscheinlich anspringen. Also Angriff alles. Dann haben wir zumindest die Schwachstelle getroffen. Lumineszenz, dann haben wir keine Mana mehr. Und die Ameisen sind schon mal weg. Körperrüstung. Was hat das jetzt gemacht? Irgendwie gar nichts, oder? Bogen. Und Ophelia kann schon auf den anderen aufhauen. Warum sind die immer schneller als meine Leute, oder? I'm ready. Are you? Ich liebe den Spruch. Ich kann das nicht oft genug betonen. Und du machst den auch mal fertig. Und das war wirklich fertig gemacht. Now the true lesson begins. Das ist so dumm. 33 Erfahrung gab das. Oh, ist okay. Ist okay. Ah, guck mal, eine Truhe. 500 Gold. Ja, okay. Einmal Krimskram ist das. Oh, da haben wir nochmal die Supergruppe. Be hunted. Wie schön, dass die vor dem dran sind. Eiswind. Pierce them through. Out of my way.
Ich habe nichts, um die wirklich effektiv zu treffen. Wie wäre es damit einmal... Gepedieb? Okay, hat jetzt nicht so viel gebracht. So. Stärke sammeln. Gefällt mir nicht. Klerikerfertigkeiten. Gefällt mir nicht. Rufen. Dann holen wir den Dolchsturm raus. Dolchsturm, jawohl. Ah, okay, das ist sowas. Piken? Dich? Nein, Bessie. Rufen. Flachanfrager 3, das war der, genau. Ein Frenchstich. Ja, Angriff alle, ne? Naja, zumindest einer schon mal. Au! Du Saftsack! Eiswind! Ins Gesicht! Meine Güte! Ophelia hat ein Level-Up. Schöne Sache. Aber gerade so. Gehen wir mal zur nördlichen Rippeltidenküste. Gefahrenstufe 11. Gefahrenstufe 11. Hatten wir nicht letztens Gefahrenstufe 4 oder 6 oder sowas? Gefahrenstufe 11 gefällt mir jetzt nicht unbedingt, aber gucken wir mal. Time to teach you a lesson. Ist das, sind das... Ist das eine Möwe? Come in, if thou darest. Seevogelrisch. Okay. Ich würde mal sagen... Boah. Okay. War es nicht. Schwert. Schwert. I'll do my best. Und... Licht? Nein. Cyrus? Blitz? Fliegende Einheiten? Ja. Zumindest die schwächeren. Kritischer Boost? Oh nein, das möchte ich nicht sehen. So? Ja. Was mit dem? Nein. Come in, if thou darest. Axt? Nein. I'll not be defeated. Hau drauf! Der war einmal am Schlafen mit dem zweiten Schlag. Okay, jetzt kommt der Ratchet Boot. Okay, 13. Aber er ist süß. Dolch? Nein. Let in the hunt begin. Jetzt aber mit Bogen. Ja, Bogen war seine Schwäche. Ich will jetzt nicht unbedingt meine Mana ständig ausgeben für solche Typis. Stromschlag. Au. I'll not be defeated. Frech. Richtig frech. I'll do my best. Donk. I am not made for such battles. Ah, Therion hat sein Level up. Nicht schlecht. So, hier sind wir mal mit einem schönen Speicherpünktchen. Perfekt. Dann würde ich aber auch sagen, hier machen wir eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich schalte wieder beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt. Octopath Gemüsetraveler mit mir, dem Meeres und für euch, den Zuschauern. Danke an dieser Stelle nochmal fürs Reinschalten. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, tut das, werdet Teil der Gemeinschaft. Und ich freue mich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, haut rein, Leute. Bis dann. Ciao.